Hallo und herzlich willkommen auf beatmaking.de. Mein Name ist Paul der Held, aka PDA Beats, und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit deinem iPhone und so einem kleinen Adapter hier echt eine Menge aufnehmen kannst. Zum Beispiel eine Gitarre, Vocals oder auch Spuren mit dem MIDI Keyboard. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, als erstes erstmal kurz Werbung in eigener Sache. So viele schauen diesen Kanal, sind aber noch keine Abonnenten. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann lass mir doch gern ein Abo auf diesem Kabal da und vergiss auch nicht, die Glocke reinzudrücken. Das supportet mich einfach und es kostet dich keinen Cent. Jetzt als erstes kurz zu meinem Setup. Ich habe hier einen Adapter, den ich auf Amazon gekauft habe. Der kostet so um die 10 Euro. Angeschlossen an meinen Behringer Euphoria 1820. Und das geht dann in mein iPhone, wo FL Studio Mobile gerade geöffnet ist. Als erstes nehmen wir ein kleines Gitarrenlick auf, was ich mir ausgedacht habe. Wir haben jetzt die Gitarre hier aufgenommen. Ich habe schon mal ein paar Effekte draufgelegt. Einfach einen kleinen Reverb und einen Kompressor, um das Ganze ein bisschen dicker zu machen. Ich stelle mal das Metronom aus und dann hören wir uns das mal gemeinsam an. Kann man jetzt natürlich noch besser einspielen, aber zu Demonstrationszwecken, denke ich, genügt das Ganze. Dann setzen wir uns als nächstes mal ran und programmieren ein paar coole Drums ein. Ganze quantisieren. Okay, ja. Ein paar Hi-Hat Rolls noch. Zack, zack. So, als nächstes habe ich jetzt vorbereitet, ich habe mein MIDI-Keyboard hier auch an den USB-Adapter angeschlossen und eine kleine 808 vorbereitet, und ich würde sagen, die spiele ich jetzt einfach mal ganz frech ein. Als nächstes nehmen wir hier Vocals auf, dazu habe ich hier das AT4040 einfach über ein XLR-Mic auch reingemacht in mein Interface. Ich guck mal, ob der Gain stimmt. Okay, ja, 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 ja. Okay, das müsste passen. Der Text ist keine lyrische Meisterleistung, aber ich denke, dir ist klar, zu Demonstrationszwecken reicht es. Wir packen danach noch Autotune drauf und ich würde sagen, dann starten wir mal. Baby, bitte sag mir, ob wir uns wiedersehen. Ich hab so viel Fragen, ich will es nur verstehen. Baby, bitte sag mir, ob wir uns wiedersehen. Ich hab so viel Fragen, ich will es nur verstehen. Ja, also, ich habe jetzt hier die Vocals nochmal ein bisschen bearbeitet, ein bisschen Kompressor drauf, ein bisschen Parametric EQ, ein bisschen Reverb und natürlich Autotune. Es ist nicht perfekt, aber ich denke, die Idee, die ich rüberbringen wollte, ist ganz gut klar geworden in diesem Video. Und zwar, dass du mit einem Interface, so einem kleinen Adapter und deinem iPhone schon echt geile Songs machen kannst oder zumindest Demos oder Ideen, wenn man so will. Wenn du dir wünschst, dass ich nochmal ein gesamtes Video zu dem Thema mache mit einem detaillierten Song, der so irgendwie ein bisschen ausproduzierter ist, dann schreib mir das gerne in die Kommentare, wie auch alle anderen Themenvorschläge und Wünsche. Zum Beispiel, falls du mal eine Studiotour sehen möchtest, da mache ich das natürlich auch nochmal gerne. Ich habe hier am Ende nochmal ein Piano eingespielt, um das Ganze ein bisschen abzurunden, und wie das finale Ergebnis klingt, das zeige ich dir jetzt. Ready? Let's go! Sag mir, ob wir uns wiedersehen. Ich hab noch so viel Fragen, ich will es nur verstehen. Baby, bitte sag mir, ob wir uns wiedersehen. Ich hab noch so viel Fragen, ich will es nur verstehen. Baby, bitte sag mir, ob wir uns wiedersehen. Ich hab noch so viel Fragen, ich will es nur verstehen. Baby, bitte sag mir, ob wir uns wiedersehen. Ob wir uns wiedersehen.
Ich hab noch so viele Fragen und ich weiß nicht wieso. Ich will es wissen, aber Baby, gib mir bitte einen Grund. Man könnte hier irgendwas rappen, wenn man Bock hätte. Doch mir fällt leider nichts ein, denn ich bin kein Priester-Gott, nee, ey. Und deswegen rede ich scheiße. Doch ist egal, Mann, ich dreh es jetzt lieber leise. Das Video ist zu Ende, Mann, und ich hoffe, ihr gefällt's, ey. Euch gefällt's auch und ich weiß ja, die Welt, ja. Sie nennen mich Paul, der Held, doch ist egal, denn ich rappe weiterhin nur fürs Geld. Ich weiß, der Rhyme war billig, doch für Freestyle okay. Und deswegen sag ich jetzt ab zur Endcard, okay? Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Wenn du auch noch mehr sehen möchtest, dann guck definitiv hier oben bei dem Video vorbei. Da habe ich dir nochmal ein Video zum Thema Musik machen mit dem iPhone verlinkt. Unten hast du die Beat-Playlist und in der Mitte kannst du abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut und bis bald. Ciao.